Das Bobert-Konzept. Das 1943 vom Ehepaar Bobert entwickelte Konzept zielt auf die individuelle, alltagsintegrierte Behandlung von Menschen mit neurologischen Störungen ab. Das Bobert-Konzept ist ein Pflege- und Therapiekonzept zur Rehabilitation von Patienten mit Störungen des zentralen Nervensystems. Es ist ein berufsübergreifendes 24-Stunden-Konzept. Dies wird nicht nur im Rahmen der Krankengymnastik, sondern von allen an der Fürsorge des Patienten beteiligten Personen angewandt. Das Konzept schließt also auch Ärzte und Angehörige sowie ganz besonders die Pflegefachkräfte und auch die Betroffenen selbst mit ein. Ziel der Anwendungen ist es, dass der Betroffene lernt, Muskelspannung und Bewegungsabläufe wieder selbst zu steuern. In der Regel entstehen Spastiken, weil der Betroffene die gelähmte Körperseite vernachlässigt und dem Gehirn somit die Chance nimmt, neue Informationen zu empfangen und die verloren gegangenen Bewegungsabläufe auf andere Hirnareale umzulenken. Das Bobert-Konzept hilft, neue Gehirnareale zu trainieren und wirkt Lähmungserscheinungen entgegen, wie zum Beispiel bei einem Schlaganfall. Zum Grundprinzip der Therapie zählt es, die betroffene Körperseite in den gesamten Tagesablauf des Betroffenen zu integrieren. Dabei handelt es sich um ein 24-Stunden-Konzept. Es erfordert die Zusammenarbeit von den Betroffenen sowie Pflegern, Therapeuten und Angehörigen. Durch physiotherapeutische und pflegerische Ansätze werden sensorische, motorische und psychische Funktionen gezielt gefördert. Die Bobert-Lagerung wird bei Menschen mit einer zerebralen Lähmung genutzt. Der Körper wird in einer Art Schrittstellung gelagert, dadurch sollen Kontrakturen vermieden werden, der Patient soll dadurch aber auch für ein späteres Laufen wieder vorbereitet werden. Durch den Auflagedruck wird versucht, die stärkere betroffene Seite zu stimulieren. Lagerungsarten. Lagerung auf der betroffenen Seite. Diese Lagerung reguliert den Muskeltonus und ruft eine entspannende Wirkung hervor. Die gesündere Seite kann somit aktiv bei der Pflege mithelfen. Bei dieser Lagerung nach Bobert lagern Sie die stärker betroffene Körperhälfte des Pflegebedürftigen auf einer eher harten Unterlage. Auf diese Art und Weise spürt Ihr Angehöriger die betroffene Seite besser, gleichzeitig kann die stärkere Seite besser bewegt werden. Lagerung der nicht betroffenen Seite. Ziele. Tonusregulation. Anbahnung normaler Bewegung. Wiederherstellung des Körperschemas. Atmung und/oder Sekretabfluss ist erleichtert. Bobert, Sitz im Bett. Ziele. Tonusregulation. Stabilität als Voraussetzung für Bewegungsaktivität. Wiederherstellung des Körperschemas. Kreislauftraining. Bewältigung von Alltagsaktivitäten wie Waschen, Anziehen, Essen, Mundpflege. Assoziierte Reaktionen minimieren. Lagerung auf dem Rücken. Hier wird der Patient einfach auf dem Rücken gelagert. Diese Lagerung sollte jedoch auch nicht sehr häufig durchgeführt werden, da sie nicht gut für den Heilungsprozess ist. Wir lagern den Bewohner nur unter bestimmten Bedingungen auf dem Rücken. Der Bewohner akzeptiert keine A-Lagerung. Dieses auch nicht, nachdem wir ihm die Vorteile dieser Positionierung erklärt haben. Der Bewohner ist an die Bobert-Seitenlagerungen noch nicht gewöhnt bzw. toleriert diese nicht. Der Bewohner ist es gewöhnt, auf dem Rücken liegend versorgt zu werden. Bobert-Sitz am Tisch. Diese Lagerung ist eine der besten Varianten für den Heilungsprozess, da der Muskeltonus stark reguliert wird und die Spastiken unterbunden werden. Der Bewohner sitzt sicher vor einem Tisch und kann sich dort im Rahmen seiner Fähigkeiten sinnvoll beschäftigen. Der Bewohner wird stärker in das soziale Leben innerhalb der Einrichtung eingebunden. Der Tonus wird normalisiert. Der Kreislauf wird an einen Aufenthalt außerhalb des Betts gewöhnt. Der Bewohner wird weder über- noch unterfordert. Die sitzende Zeit wird Schritt für Schritt gesteigert. Das Auftreten eines Druckgeschwürs wird vermieden. Das Bobert-Konzept, Ziele. Die Bobert-Konzept-Ziele liegen in erster Linie darin, der Patientin die Bewältigung ihres Alltags zu erleichtern. Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse der Patientin, die sich aus ihrer bisherigen Lebensweise und ihrem Umfeld ergeben, im Mittelpunkt.
Ihre Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit sollen erhöht werden, um eine eigenverantwortliche Lebensqualität wieder zu erlangen. Folgeschäden, wie zum Beispiel Gelenkeinschränkungen, eine Spastizität und Schmerzen, sollen mit Hilfe der BOBAT-Behandlung möglichst vermieden werden. Im Behandlungsprozess interagieren Patientin und Therapeuten oder Betreuer aktiv miteinander. Der Therapeut unterstützt die Patientin nur soweit es nötig ist, denn die Eigenaktivität steht bei der BOBAT-Behandlung stets im Vordergrund. Das BOBAT-Fundament. Erste Lagerung, Handgriffe, um der Spastizität entgegenzuwirken. Zweite Mobilisation und Handling, Übungen mit dem Ziel der Bewegungsanbahnung. Dritter Selbsthilfetraining, Trainingsanleitungen, um die Fähigkeiten zur Selbstpflege zu reaktivieren.